Liebe Gütersloherinnen und Gütersloher, ich möchte Ihnen heute berichten über einige Neuigkeiten, die in den letzten Tagen bei der Stadt Gütersloh eingegangen sind. Direkt heute Morgen ist bei mir das Schreiben des Generalbevollmächtigten von Galeria Karstadt Kaufhof eingegangen. Wir hatten eigentlich schon fast nicht mehr damit gerechnet, da ja schon am 1. September die Gläubigerversammlung dem Insolvenzplan des Konzerns zugestimmt hat und damit schon klar war, leider klar war, dass das Haus in Gütersloh zum 31.01. des kommenden Jahres dann auch schließen wird. Der Brief beinhaltet wirklich auch keine Neuigkeiten. Es wird dann nochmal darauf eingegangen, dass der Konzern auch nicht daran geglaubt hat, dass das Haus in Gütersloh in der Zukunft positive Zahlen schreiben werde. Ich finde das persönlich sehr, sehr bedauerlich. Insbesondere, wir haben ja mitbekommen, wie der Konzern selber mit seinen Beschäftigten mit der Filialleitung hier in Gütersloh umgegangen ist. Und das finde ich wirklich absolut nicht in Ordnung. Aber in der Sache ist es einfach so, wir müssen das jetzt akzeptieren. Wir müssen nach vorne gucken. Und mir persönlich ist es extrem wichtig, dass wir eine lokale Handlungsfähigkeit in das Thema Karstadt hineinbekommen. Ich möchte alles vermeiden, was an eine Hängepartie grenzt, sondern ich glaube, wir müssen da aktiv nach vorne gehen. Als Stadtverwaltung sind wir gerade dran, Fördermittel zu beantragen, damit wir auch planerisch, und ich stelle mir da wirklich einen breiten partizipativen Prozess vor, wo Bürgerinnen und Bürger, die Einzelhändler, also alle, die mit Innenstadt zu tun haben, mitdiskutieren können. Und insofern werden wir uns sehr, sehr aktiv mit dem Thema Zukunft von Karstadt, aber sicherlich auch mit dem ganzen Thema Innenstadt auseinandersetzen. Ich sage es nochmal, ich finde es traurig, ich finde es bedauerlich, wie diese Geschichte gelaufen ist auf den Rücken der Beschäftigten. Für mich ist es wie bei vielen Themen in der Corona-Zeit so, dass das Brennglas auf das Thema Einzelhandel, Innenstadt geleuchtet hat. Und insofern ist Karstadt nur ein Symptom. Und ich glaube, es ist einfach erforderlich, dass wir das ganze Thema Innenstadt neu denken. Und darin liegt auch eine Chance für Gütersloh. Es gab aber des Weiteren auch sehr, sehr positive Nachrichten, die diese Woche in Gütersloh eingegangen sind. Ja, wir alle haben auch in den letzten Monaten, besonders in der Corona-Krise, gemerkt, wie auch digitale Technik unseren Alltag beeinflusst hat. Egal, ob das jetzt Skype mit den Großeltern war, ob das Chatten Tag ein, Tag aus war oder ob wir Homeoffice, Homeschooling eigentlich in einer ganz großen Selbstverständlichkeit hinbekommen haben. Natürlich mit den Problemen auch, was gerade das Thema Schule angeht. Aber das hat unseren Alltag doch sehr geprägt. Und insofern, als wir vor 2 Tagen einen Förderbescheid bekommen haben aus dem Bundesinnenministerium, waren wir wirklich hellauf begeistert und das bin ich heute immer noch. Wir haben uns ja mit dem digitalen Aufbruch beworben für das Förderprogramm Smart Cities Made in Germany und wir sind eine der 31 Kommunen in Deutschland, die einen Zuschlag bekommen haben. Wir werden in den nächsten 6 Jahren vom Bund mit 8,5 Millionen Euro gefördert und das ist wirklich auch eine Würdigung dessen, was hier in Gütersloh geleistet worden ist in den letzten 2 Jahren und deswegen möchte ich ein ausdrückliches Dankeschön senden an die Stadtexperten und Expertinnen, an die Tandems, an die Morgenmacher, an alle die, die in unseren Workshops mitgemacht haben, die vorbeigekommen sind, die ihren Input zum digitalen Aufbruch Gütersloh in den letzten 2 Jahren mit aufs Tablett gelegt haben. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie weitermachen und mit dranbleiben, weil jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt haben wir die Ressourcen, die Dinge auch wirklich umzusetzen in Gütersloh. Ja, und ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben. Was kann das bedeuten? Wie kann Digitalisierung unseren Alltag leichter machen? Also zum Beispiel sind so Dinge vorstellbar wie grüne Welle für Radfahrer. Wir werden Sensoren in der Stadt einsetzen. Die können einerseits dazu führen, dass wir in einem Klassenraum immer wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist zu lüften, aber sie helfen auch unseren städtischen Betrieben beim Winterdienst, weil dann wissen wir, an welcher Stelle der Boden wirklich gefroren ist in Gütersloh. Wir denken aber auch noch in anderen Themen, die vielleicht mehr Zukunftsmusik sind, zum Beispiel beim Menzer-Quartier wäre es denkbar, dass wir autonome Mobilität ausprobieren, also zum Beispiel ein kleiner Quartiersbus, der auf der Ringstraße, die wir vorgesehen haben, dazu führt, dass Mobilität gar nicht mehr bis zur Haustür mit dem Auto stattfinden muss. Aber auch Dinge, die für unsere Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Verwaltung gut sind und das Leben einfacher gestalten. Zum Beispiel stellen wir uns vor, dass wir über so ein, ja, ich nenne es mal Around Me, Bürgerinnen und Bürger in ihrer persönlichen Interessenslage dann informieren, wenn zum Beispiel Rat oder unsere Fachausschüsse ein Thema diskutieren, was direkt im näheren Umfeld stattfindet. Also sie müssen sich nicht mehr aktiv darum bemühen, das zu wissen, sondern sie kriegen es quasi direkt per Push-Nachricht aufs Smartphone geschickt. Ja, und ich glaube, das ist eine Riesenchance. Wir können durch den Einsatz von Digitalisierung als Werkzeug in der Stadtentwicklung wirklich bestimmte Dinge neu sortieren. Wir können Strukturen vereinfachen und leichter machen. Und
Es gab in den letzten Tagen noch eine weitere gute Nachricht. Auch das Land Nordrhein-Westfalen fördert die Stadt Gütersloh bzw. die Stadtbus Gütersloh, die das Projekt umsetzen will, mit dem Thema On-Demand-Verkehr. Wie muss man sich das vorstellen? ÖPNV ist ja liniengebunden und insofern können wir oftmals den individuellen Bedürfnissen von Kunden gar nicht gerecht werden. Und deswegen haben wir auch im Denklabor Vernetzte Mobilität ein sehr wichtiges Projekt gedacht und entwickelt. Und das war eben der On-Demand-Verkehr. Das heißt, in Gütersloh werden schon beginnend ab Jahresende kleine Fahrzeuge unterwegs sein, die man per App anfordern kann und die quasi auf die individuellen Bedürfnisse von Kunden des öffentlichen Personennahverkehrs reagieren und Zubringerfunktionen, zum Beispiel zum Bahnhof Affenwedde, aber auch in Gütersloh und gerade in der Region Affenwedde und Friedrichsdorf, Iselhorst, dazu steuern werden. Und das ist ein Modellprojekt. Wir reden über ein Projektvolumen von knapp 3 Millionen Euro an dieser Stelle. Das Land übernimmt an dieser Stelle 75% der Kosten. Und insofern auch das für uns wirklich ein ganz tolles Signal, dass man uns die Chance gibt, dass man erkannt hat, dass wir in Gütersloh ein gutes Projekt aufgesetzt haben, dass wir eine gute Struktur entwickelt haben. Und ich glaube, das wird auch zum Nutzen unserer Bürgerinnen und Bürger sein, weil das ist ganz wichtig. Wir machen das nicht aus Selbstzweck, weil wir Technik so wunderbar finden, sondern die Projekte, die wir in Gütersloh implementieren wollen, die sollen einen klaren Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger, für das Zusammenleben in unserer Stadt haben. Ja, das war's für heute. Ganz herzlichen Dank und tschüss.